Guten Morgen, meine Lieben, oder guten Mittag oder guten Abend, was auch du jetzt gerade von der Uhrzeit hast. Oh, da kommt der Schwabe erst noch raus. Und meine Ohren tun. Kennt ihr das, wenn ihr Ohrenträger seid und keine Ohr dran habt? Das ist schon mal gleich komisch, auch wenn ihr sie jetzt gerade direkt eigentlich nicht braucht. Wo habe ich jetzt mein Kämmchen hin? Da, so. Lass uns loslegen. Jetzt habe ich in den anderen Style & Talks ja schon über mich und das ADHS gesprochen. Jetzt mal noch als letzten Punkt, weil ich möchte das Thema hier eigentlich gar nicht so aufmachen. Weil das ist wirklich ein Thema für den Zweitkanal und da bin ich gerade am Überlegen, ob ich den Zweitkanal komplett auf diesen Content umstellen soll. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, was mir im Januar so einfällt und wie viel Zeit ich habe, weil jetzt ja dann auch meine Ausbildung losgeht. Und die ja dann natürlich Vorrang hat. So. Da muss ich halt in der Ausbildung auch noch gucken, wie ich meinen Tag strukturiere, weil ich habe einen Soll von 15 Stunden. Aber keine bestimmten Tage, wo ich das jetzt absetzen muss. Mal gucken. Wie sieht's aus an der Front? Also, ich habe mir hier das hier geholt und das finde ich nicht so gut. Das von, wie heißt das, diese eine Marke schon wieder? Bennekos ist besser. Da war ich zu faul, halt noch in Müller zu gehen. Und habe das dann gesehen und habe mir gedacht so, ah, dann muss ich nicht mehr in Müller gehen. Weil ich habe direkt vor Ort hier in meiner Stadt kein Rossmann. Und ich habe gedacht, ich könnte mir den Weg sparen. Aber naja. Jetzt verwende ich es so lange, bis es wieder kaputt geht, weil solche Produkte kriege ich meistens nicht leer. Das sind halt die Cremeprodukte, die ich halt schon brauche, weil man sieht, das macht schon einen Unterschied. Und zwar wie Tag und Nacht. Wenn ich mich schminke, dann möchte ich halt eben auch den Effekt dann auch haben, sprich einen klareren Blick. Und das arbeitet ja mit Komplementärfarben, also deswegen sind das vier verschiedene Farben. Und so dieses Peachige. Könnt ihr vielleicht noch so ein bisschen mit dem Rot mischen. Dieses Peachige macht halt das Blau weg. Und da ich bin ein bisschen blau immer um die Augen. Und ich habe es ja in einem Weekly-Vlog erzählt, für diejenigen, die es nicht wissen. Ich habe eine recht turbulente Woche letzte Woche gehabt und habe mir dann schön einen Nerv eingeklemmt im Rücken. Tut mir übrigens immer noch weh. Bin nur eingerenkt worden beim Arzt. Aber was will ich machen? Ich gehe am Montag einfach zum Sport. Ich soll mich bewegen und alles. Und auf was ich aber raus möchte, war, ich konnte wegen dieser Verletzung, weil das wurde dann immer schlimmer und hat sich entzündet, konnte ich nicht mehr auf dem Rücken liegen. Dann musste ich also umgekehrt im Bett schlafen, auf der einen Seite auf dem Bauch. Ne, es war die Seite, ja genau, auf dem Bauch. Und ich sah aus, als ich morgens aufgewacht bin, das hier total so, ja, und alles faltig. Und ich habe offensichtlich wieder auf der Seite geschlafen, weil hier ist gerade auch wieder alles faltig. Ich darf das, ich bin über 40. Die ist halt nicht mehr so ganz elastisch, die Haut. Ne? Also immer schön, ihr jungen Leute, Sonnencreme, dann wird es mit dem Faltigsein nicht ganz so schlimm. Wobei die Elastizität von der Haut, die nimmt halt schon ab im Alter. Aber man ist nicht so faltig. Hier habe ich so eine richtig strange Falte hier auch. Egal. Egal. So. Das ist übrigens auch einer meiner liebsten Concealer.
Das hat mir auch einer von euch empfohlen, weil ich ja auch bei dekorativer Kosmetik, ich habe übrigens immer wieder Diskussionen in Bezug von, ich nenne es jetzt mal nicht mehr Mikroplastik, weil lasst euch da nicht verarschen, denn Polymere sind immer noch erlaubt. Ne? Also das habe ich ganz am Anfang schon mal rausgefunden, dass nicht alles unter Mikroplastik läuft, sondern das ist nur die bestimmte Größe von den Partikeln im Wasser, sondern die dürfen immer noch Polymere verwenden, die eben kleinere Teilchen bilden. Es gibt ja noch Nanoplastik und so. Also die Kosmetikindustrie, die weiß ich da immer zu helfen. Leider. Und da kriege ich immer wieder Diskussionen ab in Bezug von eben Polymeren und dass das so notwendig ist und dass man doch andere Dinge machen kann. Ich finde das schwierig, seine eigenen Entscheidungen, wenn du okay mit deinen eigenen Entscheidungen bist, dann ist das definitiv cool. Ja? Aber die eigenen Entscheidungen bedeuten oftmals für andere nicht, dass das irgendwie richtig ist. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Was meine ich damit? Ich habe für mich zum Beispiel entschieden, im Secondhand-Bereich als Veganerin auch Leder zu tragen. Genau genommen ist es aber keine vegane Handlung. Ob die Sache jetzt Secondhand ist oder nicht. Das ist aber meine Entscheidung gewesen. Und da habe ich mit manch einer Person Diskussionen darum. Manch einer. Na, also manch einem Veganer ist es halt auch lieber, dass man lieber neue Klamotten kauft und neue Klamotten hergestellt werden, als dass man sich irgendwie an den bestehenden Sachen bedient. Aber okay, jedem seins. Und so ist es eben auch mit Entscheidungen, wie man Plastik aus dem Weg geht. Du kannst einem anderen einfach nicht vorschreiben, also frei nach dem Motto, ja, aber es gibt halt Bereiche, wo es schlimmer ist, wie zum Beispiel Textilien. Du weißt ja gar nicht, was das Gegenüber schon alles macht, in Bezug, also in dessen Bezug. Ich glaube, ich kaufe jetzt schon locker seit 10 Jahren nur noch Secondhand-Kleidung. Und alles andere versuche ich halt eben mit nachhaltiger Kleidung aufzustocken, gerade irgendwie Unterwäsche und so weiter. Ich halte mich jetzt auch nicht für den nachhaltigsten Menschen schlechthin. Ne? Also da gibt es Leute, die machen da wesentlich mehr. Und ja, das ist auch meine Ego-Nummer, weil mit manchen Sachen komme ich nicht klar. Ich habe auch nicht so die Riesenlust, im Unverpackt-Laden einzukaufen. Habe das eine Zeit lang gemacht, aber ich bin halt einfach auch ein Mensch, ich hasse einzukaufen. Ich mag das nicht. Und im Unverpacktladen einkaufen bedeutet für mich immer planen und das mag ich einfach nicht. Das hat sich für mich noch beschissener angefühlt, wie als wenn ich so schon einkaufen gehe. Und ich hasse Nahrungsmittel einkaufen. Da werde ich immer schon von allen anderen ausgelacht. Natürlich auch so ein Thema, was ADHS betrifft. Warum ich das hasse. Ich hasse Supermärkte, darin ist es laut. Ich hätte am liebsten mal so einen kleinen Laden, wo ich alle meine Sachen finde, wo ich nicht planen muss, die Verpackung mitzubringen, geschweige denn mir einen Einkaufszettel schreiben muss. Das sind alles so Sachen, die mir schwerfallen. Und ja, ich bin auch nicht der nachhaltigste Mensch. Ich bin auch nicht perfekt. Und diese Perfektion erwarte ich ja nicht von meinem Gegenüber. Aber wenn ich eben Kosmetikvideos mache und eben über schlechte Inhalte spreche, dann kann ich nicht in diesen Kosmetikvideos sagen, ja, aber Textilien und Reifenabrieb und dies, das und jenes. Ich verharmlose, also Mikroplastik darf auf keinste Weise verharmlost werden.
Auch so diese Tatsache, sprich, deine Sache ist in Plastik, aber dann gegen Mikroplastik hergehen. Plastik ist schon schlimm, aber Mikroplastik ist noch schlimmer. Und warum ist es schlimm? Weil wir dieses Mikroplastik aufnehmen und man immer noch nicht hundertprozentig weiß, was es für unsere Gesundheit oder unsere Nachfahren bedeutet. Geschweige denn, dass halt ganze Korallenbänke dadurch einfach auch absterben. Und ja, das sind halt auch nur ganz, 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 ganz kleine Schritte, die man in der Hinsicht macht. Und vielleicht fühlt sich's auch so an, wie als wenn das nichts bringen würde. Leute, ich bin jetzt fast 12 Jahre vegan. Na? Fast 12. Und noch viel länger eben fleischlos. Und am Anfang waren wir gerade mal um die 1% Veganer in Deutschland. Jetzt sind es 3. Noch mehr Flexitarier, was ich richtig gut finde. Man darf so einfach nicht denken, frei nach dem Motto, das bringt ja eh nichts, was ich mache. Ja? Denn wir sind ja so wenig und die Schritte sind ja so klein. Du hast Entscheidungen für dich getroffen, auf bestimmte Dinge nicht zu achten. Dann ist das okay, aber für dich, nicht für mich beispielsweise. Und ich nehme halt eben das Recht heraus, in meinen Videos über die Thematik zu sprechen. Und ich werde ja auch weiter über die Thematik sprechen. Denn vielen Leuten ist das mit den Polymeren, Carbomeren, wie sie alle heißen, nicht bewusst. Und dann übernehme ich das halt. Und wenn man, und wenn nur 2 Leute mein Verhalten abgucken. Ne? Also wir können halt nicht einfach immer, wie sagt man so schön, egoistisch handeln. Das geht halt nicht immer. Weil es nicht heißt, dass ich nicht auch mal egoistisch handle. Aber wie schon gesagt, denkt an mein Beispiel mit dem Lehrer. Wenn ich jetzt einem anderen Veganer sage, ja, aber weißt du, das ist ja schon auf dem Markt. Das ist seine Entscheidung, was er macht und was er nicht macht. Und es ist auch seine Entscheidung, ob er das gut findet oder ob er das nicht gut findet. Oder ob das mit seinen ethischen Vorstellungen übereingeht. Und ich fand es so witzig, irgendwie, ich habe ja diese Diskussion geführt. Es ist ja nicht so, dass ich nach dem perfekten Produkt suche und dann aufhöre, sondern das ist ja irgendwo auch der Grund von meinem Kanal hier. Ich liebe es, Produkte auszuprobieren. Ich suche gar nicht das perfekte Produkt. Das suche ich nicht. Und höre dann auf. Na, auch wenn ich das, glaube ich, das ein oder andere Mal schon mal von mir gegeben habe. Aber suchen tue ich das perfekte Produkt nicht. Und wir sind inzwischen, wenn man sich mal Theramide anguckt, gut, da wird auch Carbomer verarbeitet. Aber Theramide macht zum Beispiel vor, Produkte mit und ohne Kunststoff rauszubringen. Ne? Also Carbomer kommt leider das ein oder andere Mal vor, was eben auch so ein bisschen mit der Stabilität des Produkts zu tun hat. Aber oftmals, wenn man sich ein bisschen in die Sachen reindenkt, sind es halt eben Schönheitsfaktoren. Wenn eine Sonnencreme eben mit Polymeren ist, dann verstehe ich das immer noch ein bisschen mehr. Und wenn du eben ein Typ bist, der nur diese Sonnencreme verträgt, was auch immer wieder passieren kann, oder du irgendwie eine Hautkrankheit hast oder so und du nur diese eine Sonnencreme verträgst, dann macht das Sinn. Na, aber alles andere macht halt irgendwie keinen Sinn. Und wir sind alle nicht perfekt. Wie gesagt, ich wollte das nicht damit sagen. Ich bin auch nicht perfekt. Ich möchte es auch gar nicht sein. Also, ich habe keinen Bock, irgendwie in die perfekte Schublade geschoben zu werden. Absolut nicht. Ich habe heute mal wieder mein Uralt-Quad von Alverde rausgeholt. Aber dem geht's noch gut. Ist mir jetzt an die Nase? Nee. Dem geht's noch gut. Also ich mag halt den hier echt gerne, weil der funktioniert halt bei mir. Man merkt halt auch schon, der ist schon fast das Pfännchen erreicht. So. Das dürfte jetzt halten. Ich nehme ja schon länger keinen Primer mehr.
Nicht, weil ich den Schritt auslassen möchte, sondern weil ich keinen gescheiten mehr gefunden habe. Und dann bin ich einfach mit dem hergegangen, was mir hier zur Verfügung steht. Weil ich eben auch so ein bisschen Produkte aufbrauchen möchte. So. Jetzt nehmen wir mal wieder das. Das ist schon eins von meinen Liebsten, kann man sagen. Was nehme ich? Was nehme ich? Also der Farbton hier ist mir eh schon von den Klamotten her auch zu warm. Ich glaube, ich nehme mal das hier und nehme die. Ja. Ich habe schon gemerkt, das sind eh dann auch oftmals die selben Farben, die ich hier raushole. Aber naja. So hast du es halt. Und ja, in Videos, wo es halt auch um Klamotten geht, dann spreche ich eben auch das Klamottenthema an, weil das ist halt ein riesengroßes Problem. Ne? Also, gerade beim Waschen. Mikroplastik geht nicht eine Ewigkeit in Klamotten weg, weil sonst würden sich deine Klamotten komplett auflösen. Aber gerade von neueren Klamotten geht es halt weg. Na, also wenn du Kunstfasern trägst und so. Ich will mir aber trotzdem mal diesen Guppy Friend Kleidersack holen. Wenn es zu bald den mal wieder bei Aldi irgendwie in der Auslage gibt, dann renne ich los ohne Witz. Ich kann mich noch dran erinnern, ich wollte das damals, wollte ich mir den holen. Und ich habe es halt echt verpeilt. Jetzt bin ich so Schnäppchenjäger, jetzt habe ich sogar so eine App auf meinem Handy, wo ich das mitkrieg. Zwar auf Kaffee gestellt, weil ihr wisst ja, ich bin ja Kaffee-Junkie. Naja. Das sind immer so kleine Herausforderungen für mich, was das ADHS betrifft, wo ich ein bisschen jetzt so nach der Diagnose so ein bisschen in mich reinlachen muss, weil da sowas von meine Ungeduld sowas von rein kickt, wo ich halt genau weiß, so, warum ich das nicht mag, weil es halt immer wieder so der gleiche Handgriff ist. Mich Dinge so unsagbar schnell langweilen. Jetzt weiß ich, dass das mit meiner Gehirnchemie zu tun hat. Also da gibt es ganz, 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 ganz viele Videos dann in Zukunft zum Thema, weil ich das eben dann halt auch über YouTube dann natürlich auch nutze, die Sache zu verarbeiten, weiterzudenken, zu reflektieren. Das hilft halt dann meistens auch anderen. Ich habe auf meinem Zeitkanal vor kurzem gefragt bekommen, wieso ich meine ganzen Krankheiten veröffentliche. Das verstehen manchmal Leute nicht, dass eben genau diese Videos für Menschen ein Anhaltspunkt sind, die eben zum einen nicht wissen, was sie haben, und zum anderen fühlst du dich manchmal mit dem, was du hast, unsagbar alleine. Diese Zahl an Diagnosen, die es jetzt gibt, die gibt es ja nur deswegen, weil es eben Social Media auch gibt, weil es ein Thema geworden ist. Jetzt hat sie ja auch Hirschhausen thematisiert und hat selber an sich ADHS festgestellt und hat es diagnostizieren lassen. Sein Vorteil halt als Mann aus dem Fernseher, du kriegst halt bei dieser Spezialistin, bei der ja er war, da habe ich auch schon mal eine Doku gesehen. Da kriegst du halt sofort einen Termin, aber in der Regel musst du halt 9, 10 Monate warten. War ja jetzt bei mir auch der Fall. Und ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, weil ich krieg jetzt am Montag höchstwahrscheinlich meine Medis. Und probiere die am Montag dann auch gleich aus.
Also muss jetzt auch ein bisschen vorarbeiten, weil es halt echt sein kann, dass ich vielleicht nicht in der Lage sein werde zu arbeiten. Denn ich weiß nicht, wie mein Körper auf das Ganze reagiert, weil das ist ja eine Stimulanzie. Es läuft ja unter dem BTMG. Aber in der Regel ist es so, dass du normalerweise richtig krass abarbeiten kannst. Und so, also das, was ich kriege ja Medikinet. Das hat er mir schon angedroht. Medikinet wirkt anscheinend so 4 Stunden. Dass du 4 Stunden so durcharbeiten kannst. So. Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Also wenn ich mich mal hinreißen lasse und halt wirklich gerne was ist gerne? Ich tue es ja nicht gerne, aber ich mir echt gedulde und nebenher auch quatsche, zum Beispiel mit euch, und dann blenden, dann funktioniert es um einiges besser. Ich muss jetzt übrigens mal wieder Kosmetik shoppen. Ich brauche einen Highlighter, der hier ist halt nicht mehr so geil. Gibt nicht mehr so viel Farbe oder Schimmer ab. Ich habe tatsächlich nur noch den. Das ist echt krass. Ich habe alles andere weggegeben. Und dann brauche ich mal wieder. Ich wollte mir immer wieder was für die Lippen holen, weil ich bin gerade wieder in so einer Phase, wo mir das, glaube ich, ganz gut gefällt. So, machen wir weiter. Ich muss jetzt echt demnächst noch mal nach Ravensburg und mir da mein Lavera-Zeug wieder kaufen, weil hier gibt es das tatsächlich nicht in der Drogerie. Mein DM hatte das am Anfang, weil da hatte ich dann auch diesen Creme-Highlighter, den ich ganz lange verwendet habe, ja. Aber den gibt es nicht mehr. Oder, also der Highlighter ist auch aus dem Programm rausgegangen, aber gibt überhaupt kein Lavera mehr bei mir. Egal. Ich muss mir mal wieder die anderen Sachen auch mal angucken. Schon ein komisches Gefühl, sich mal wieder Kosmetik zu kaufen. Denn ich bin ja eine Zeit lang bin ich ja voll abgegangen. Was für eine Überleitung. Da kann ich euch gleich was aus der Vergangenheit zeigen. Hier extra her. Gelegt. Kann man das so machen? Ja. Das war ja eine Zeit lang, war das voll modern. Das sind zwei gehypte Blushes gewesen. Pomegranate, die Farbe ist aber auch heute gar nicht mehr so meins. Und jetzt kommt was ganz Krasses. Da hatte ich Splendor von Alverde davon. Den habe ich aber weggegeben, weil ich ja den habe. Der ist richtig Flamingo. Das sieht ja mein Chaos auf dem Tisch. Die Sachen verwende ich jetzt nicht mehr so, weil das halt einfach auch nicht so meine Farbe mehr ist. Aber ist okay. Ein dunkelbraunes Mascara ist jetzt auch nicht mein Favorit, muss ich sagen. Aber dunkelbraun ist vielleicht für manche ein bisschen besser, die ein bisschen hellere Wimpern haben als ich.
Ich habe hier schwarze und da kommt es jetzt nicht unbedingt als dunkelbraun rau aus. Die hat bei mir auch erst so einigermaßen funktioniert, als sie älter war. Ja, kann man machen. Unten mache ich übrigens nichts mehr hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich voll saue, ist einfach zu hoch. Aber Kajal könnte ich noch hinmachen. Und der Kajal ist natürlich auch von L'Oréal. Ich mag die Naturkosmetik von L'Oréal eigentlich auch echt mega gerne. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Das Positive, immer in so einem Kämmchen, da kann man gleich seinen Pony mitkämmen. Es wird mal wieder Zeit, dass ich Pony schneiden gehe. Muss ich echt mal wieder machen. Ah, der ist schon wieder ganz schön lang. Vielleicht probiere ich mal, nächste Woche dran zu kommen. Mal gucken. So, ihr Lieben, ich melde mich an der Stelle wieder ab. Wie du mich unterstützen kannst, weißt du, gib mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.